Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp, den Firefox OS 1.3 Simulator installieren. Um das Angesprochene in die Tat umzusetzen, besucht man diese Webseite und hier kann man zum einen die noch instabile Version Firefox OS 1.3 Simulator installieren und die stabile Version Firefox OS 1.2 Simulator. Einfach hier auf den Button klicken. Dann den Anweisungen folgen, erlauben, installieren. Und dann steht der Simulator bereit. Den findet man unter Extras, Add-ons, bei den Erweiterungen. Und hier ist der Simulator. Den kann man auch wieder entfernen und auch deaktivieren. Und den Simulator, den kann man über den App Manager starten. Und folgendes sollte man wissen über den App Manager. Der App Manager ist eine Werkzeugsammlung, geschaffen speziell zum Ausprobieren von HTML5 Web-Apps. Das Testen der Web-Apps erfolgt im Firefox-Browser mit einem Firefox OS Smartphone und dem Simulator kann getestet werden. Der App Manager kann gestartet werden und zwar wie folgt: Man gibt ein in dem Browser About Doppelpunkt App Manager oder man benutzt Extras, Webentwickler und hier gibt es den Eintrag App Manager. Der App Manager bringt ein App-Panel für die lokalen Apps mit sich. Hier kann man gepackte Apps hinzufügen und auch gehostete Apps. Ebenso dann ein Device-Panel für die Firefox OS-Geräte, ebenso und auch eine Toolbox bestehend aus Entwicklerwerkzeugen. Und um nun den Simulator zu starten, geht man wie folgt vor. Man kann hier auf den Button Simulator starten klicken, ganz hier unten. Und dann klickt man auf Firefox OS 1.3. Dann wird der Simulator gestartet und man kann ein bisschen herumspielen, ausprobieren, wie man will. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.